Moin Moin, was geht ab, liebe Zocker, Agri für euch am Start. Wir zocken eine Runde StarCraft Remastered und ich erstelle hier gerade ein Game, nämlich ein 2v2 Lost Temple, so heißt die Karte. So, und dann Feuer frei, Spiel wieder erstellt und ich hoffe, dass hier relativ schnell Leute reinkommen. Jetzt wähle ich hier noch kurz meine Main Race aus, nämlich die guten Serch. Und dann wollen wir mal hoffen, dass hier gleich einer, oder dass hier gleich, ja super, der erste ist schon drin, dass hier noch gleich zwei Leute reinkommen. Und das Coole ist, man kann hier auch einen Beobachter, also man hat hier extra noch Slots für Beobachter. Und wenn ich das hier öffne, dann kann hier noch einer zuschauen. Also theoretisch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei mir auch mal beim Zocken live dabei sein als Beobachter. So, einen brauchen wir noch. Dann geht's los. Go, 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 go. Und ich glaube, ich werde die Tage mal eine Runde Overwatch wieder spielen. Habe ich auch schon, nice, schon lange nicht mehr gemacht. So, aber jetzt drücke ich erstmal hier auf Go. Oh, gegen zwei. Oh, das wird ja was. Zwei Zerg gegen zwei Terraner. Besonders auf der Karte hat man die Möglichkeit, das Cliff einzunehmen. Das ist meine alte Lieblingsmap. Was macht denn die Drohne hier? Macht er erstmal einen Brummkreisel. Vollkommen fertig. Neun Pool. No. Okay. Mach mal neun Pool. Null Pool. Ich bin auch für Null Pool. Null Pool hört sich doch super an. Bisschen laggy gerade. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass man hier bei Option auf Geschwindigkeit, bei Netzwerk sehr hohe Latenz anstellt. Also beziehungsweise einstellt. Dann läuft das alles ein bisschen flüssiger. Aber wirklich flüssig läuft es nicht. So, Startpunkte sind hier einmal, also auf der Minimap da und einmal da. Und mein Overlord, der spielt da schon richtig hin. Overlord. Mein Pool würde ich ja machen, ja, dann muss ich den hier wohl mal wieder killen. So, Pool kommt. Das holen wir jetzt auch direkt. Ja, dann. Du läufst auch. Da ist der Terra. Um. Jetzt Zerglinge Go. Er hat ja auch sich jetzt seinen Gast schon gegönnt. Ich auch. Müssen wir noch was abbauen. Los, komm schon, Overlord. Platz aus deinem Ei. Und jetzt erstmal auf die Kiste stellen. Oh ja, jetzt wird erschienen. Metabolismus-Sprinte können wir jetzt auch noch schnell. Und vorsichtshalber hole ich mir jetzt hier erstmal eine Sunken. Da sind sie. Sechs Zerchlinge. Go, go, go! So, Sunken kurz umwandeln. Gucken, ob der Pro ist. Wenn er Pro ist, hat er vorne schon was stehen. Ja, schön. Aha. Und wegrennen. Ja,
Ein bisschen nerven auf jeden Fall, bis drum hacken. Komm, den einen kriegen wir noch gekillt, ja! Ja! So, ein ist ein Drohnen hier am Start. Jetzt direkt den Bau. Ist auch fertig. Hat aber wirklich Glück gehabt. So, und wir müssen jetzt an sich hier vorne mal gleich erstmal einen Pool bauen. Eine Brutstätte setzen. Macht man hier so als Zerg. Ja, vielleicht komme ich mit den ein paar Einheiten hier nochmal rein. Mal hinschauen. Kann natürlich auch hier die Hatchery setzen, aber dann läuft man Gefahr, dass ich oben dann Tanks aufs Cliff gesetzt werden und dann geht das ganz schnell vorbei. Ist die ganz schnell weggerattert nämlich. So. Da mal eine Hatchery. Der andere wird bestimmt schon die harte Masse haben. Also entweder hole ich mir jetzt Lurker. Ja, ich glaube Lurker wären ist die bessere Entscheidung, mir ein paar Lurks zu holen. Warum steht hier nur ein Länger? Ich würde sagen, wo bleibt der andere? Ich kann noch holen. Oh, er ist so mutig und holt sich wirklich eine Echse. Boah, wenn er meint. Sehr, sehr gefährlich. Erstmal nochmal scouten. Ach, er hat sich wirklich mutig geholt. Erstmal schön Lurker. Hier erstmal die Sand reinhauen. Gucken, ob er hier schon irgendwie. Oh, das ist da auch so dicht. Ja, das wird nicht reichen. Müsste gleich eigentlich mal droppen. Das Bauchbeutel entwickeln. Ja, vielleicht lieber noch eine Zanken holen. Man kann nicht genügend Zankens haben. So, da setzen wir noch eine rein. Ob er auch sich schon eine Echse holt? Nee, noch nicht. Bleiben wir hinten erstmal stehen. Erstmal Bauchbeutel entwickeln. Ja, das kann man noch nicht. Ja, nicht ready. So, jetzt kann ich die ersten Lurker anwerfen. 50 Mineralien, 100 Gas. Kostet die Schote. Und hier kann ich dann auch gleich, wenn der Bauchbeutel entwickelt ist, schon direkt reinjetten mit meinem Lurker. Da. Oh, da muss er weg. Masse. Ja.
brauche noch ein bisschen. Na, fast fertig. Die erste. Ja, kommt doch weg! Mal. Das geht ja gar nicht. Jetzt müsste das nämlich auch so weit fertig sein. Kurz noch Speed holen. Na kommt. Komm schon, hau das Ding weg. Na, 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 kommt. Oh, fuck. Insel nämlich schön Echsen. Hier holen wir uns auch nochmal schnell zwei Sunkins. Upgrade sollte ich vielleicht mal machen. Gar nicht gesehen. Mal ausladen, Freundchen. Sehr schön. Ja, kann man nicht noch rein. Noch ein bisschen umdrehen hier. Schön mal hier. Super.
Fuck! Lol, hab ich gar nicht gecheckt. So ein Scheiß, ich hab meine ganze Eco verloren. Ist gar nicht gereilt. Mir wurde nicht Bescheid gegeben. Ist nicht in Ordnung. So, jetzt ziehe ich die ganz geballte Zergmacht zusammen. Werde ich erstmal einen fetten Drop machen. Oh, das sind einige Lurker. So, checken wir da mal rüber. Ja, schön. Also bestrahlt er mich hier? Doch ganz fein aus. Ich will noch die Pinsel-Echse nehmen. Jaha, GG. Das war ja easy. Also ich muss sagen, ich komme aktuell noch nicht so ganz auf meine neue Maus klar. Sonst wäre das vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewesen. Aber ich mache hier natürlich direkt nochmal eins. 2 vs. 2, Lost Temple und auf hier geht's. Weil die neue, ich hatte ja diese Razer Naga Epic. Und ja, die Maus ist ein bisschen schmaler gewesen und lag anders in der Hand auf jeden Fall. Und jetzt habe ich hier diese Razer Naga Trinity MMO Maus und die ist so ähnlich, ich kann es mal kurz zeigen. Ich habe hier so, wie ihr sehen könnt, hier seitlich ganz viele Tasten dran. Und das bin ich halt von der anderen auch gewohnt. Nur, ja, die andere, wie gesagt, lag anders in der Hand und die Tasten waren auch so ein bisschen anders angeordnet. Und da muss man sich natürlich erstmal wieder drauf einspielen. Also die ganzen Tasten hier 1 bis 12 sind seitlich an der Maus dran. Das war ganz cool. Die Mausgeschwindigkeit ist auch so heavy. Deswegen immer ein gewaltiger Unterschied. Vielleicht hätte ich mir die alte einfach nochmal kaufen sollen, obwohl die war. An sich war die noch gut,
Aber ja, was dann immer ist, ne? Irgendwann hat man Bock auf was Neues. Und die Tasten waren halt schon abgenutzt und sahen nicht mehr so geil aus. Und war so ein bisschen schmierig, habe ich so das Gefühl gehabt. Konnte mal viel versuchen sauber zu machen, hat aber alles nicht ganz geklappt. Dann habe ich mir noch dieses neue Mauspad dazu geholt, auch von Razer. Und eventuell kaufe ich mir auch noch eine neue Tastatur. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich will jetzt nicht die Kohle rauswerfen. Muss ja nicht sein. Aber ich habe echt viele Mäuse zu Hause. Also wenn ihr irgendwann mal Bedarf haben solltet, kann ich euch auf jeden Fall vielleicht eine abgeben. Also alles so billig Mäuse dann auch, ganz viele. Ja, ich habe ganz schön einen Verschleiß, muss ich sagen. So, wir machen jetzt erstmal einen Pool. Er wollte hier blocken. Ne, da müssen wir. Ja, ja. Nimm du ruhig mein Gas. Das ist da hier immer scheiße. Ja, ich hab jetzt gesehen, dass hier rot das ist. Dann muss ich jetzt erstmal gleich Münz sammeln, weil ich vorne eine Hitchery brauche. Weil der Protoss wird wahrscheinlich Druck machen, wie das aussieht. Hat hier vorne nichts gebaut, also wird er relativ. Also hier nichts gebaut, wird er relativ weit am Ausgang oder Ausgang-Eingang gebaut haben. Und das. Ja. Hat dann zur Folge, dass er natürlich sehr schnell mit seinen Einheiten bei mir sein kann und so ein. Berserker, der macht gut Schaden. Dann brauche ich gleich erstmal ein paar Zerklinge und ein paar Sunkens. Ich könnte natürlich auch hier jetzt einfach mal, also zeige ich euch mal, hier so eine Hatchery setzen. Aber von oben ist, also von oben eine Hatchery stehen zu haben im Eingang ist besser, also wenn die hier steht, weil, naja, erstens können die Einheit verrückt nicht nach oben gucken. Und zweitens, machen die dann auch anderen Schaden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Dragoner hier unten stehen würde, der hochballern würde, würden die Sunks nicht so viel Schaden kriegen wie der Dragoner unten. Also sozusagen hier dann am, ja, an der Kante hier würde sozusagen dann, also er könnte, sagen wir es so, der Dragoner kann dann das Gebäude oder die Einheiten oben, die oben stehen, halt nicht so gut anvisieren und deswegen macht er dann nicht vollen Schaden. So, jetzt brauche ich ein Gas und muss den erstmal auf die Tür legen und das ist auch gleich fertig. Ich muss erstmal zwei Sunken hier unten setzen, denn wir werden uns jetzt auch gleich, und wir könnten uns jetzt eigentlich auch schon eine Echse holen. Aber hier muss man dann echt gleich Massive Sunkens haben. So, wer fertig? So, zanken. Lass uns doch mal zanken. Mal so eine geile Taktik hier. Bauen mich jetzt einfach überall Sunkens. Das ist schon ein paar Mal gemacht. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst davor, dass der scheiß Protoss, beziehungsweise der Terraner, meine ich, entweder mein Cliff nimmt, was gut sein kann, oder hier oben was draufstellt. Könnte auch passieren. Da setze ich da auch nochmal was rein. So. Ich wollte erstmal noch einen Overlord. Was steht er da überhaupt rum? Und drei Sunkens sollten jetzt erstmal ganz gut reichen. Metabolismus-Schub werde ich jetzt erstmal entwickeln, damit meine Zerklinge auch ein bisschen zügiger mal unterwegs sind. Ah, endlich. Eine Mineralien. Auf jeden Fall ein Bau gleich.
Zerg da betreibt. Was der Protoss betreibt. Der Zerg. Schon eine Expansion gesetzt hat. Nee, aber bestimmt eine Cannon. Ja, da versteht sie schon. Da kommt die Cannon. So, ich hole jetzt erstmal einen Bau. Und könnte mir auch. Soll ich mir. Ja. Ein Hydralisk im Ban hole ich mir jetzt. Na, auch schon. Ist doch klar. Der kann die Kohle aber nochmal abgeben hier. Schon wieder so ein Bug. Na, ist er davor, hier Kämpfen setzen? Nicht mit mich. Nicht mit mich! Da geht jetzt raus. Erstmal jetzt das Lurk-Upgrade machen und gleich Mutas. Das sollte ich auf jeden Fall aufbauen. Oder fett auf Ullis gehen. Haha! Königin Nest macht. Alter, da steht schon eine ganz schöne Masse. Brauchen sie noch? Ja, fertig. Die Hüt! Hier auch erstmal was rausstellen, beziehungsweise oder ein bisschen rüberziehen und hier erstmal das Handchen setzen. Schön! Anscheinend haben sie noch Server jetzt. Aber ich kann hier gleich Brutlords bauen. Richter meine ich. Ich sag nochmal Brutlords. Noch zwei Observer, man kann einfach mal kurz killen hier.
So, wie lange brauchen wir noch? Ein bisschen noch. Und dann gibt es gleich schon eine Batterie weg. Ja, das ist sehr schön. Ein bisschen Eco noch mal bauen. Wächter hier erstmal. Überhaupt das Bauchbeutel abgestellt. Schönes, weil ich da noch Sand stehen habe, ist das richtig geil. Ich glaube, ich brauche bei dem mehr. Ach, schön. Das, ja. Das ist vollkommen korrekt. Wir brauchen noch viel mehr Sunkens. Oh, er baut da auch schon wieder. Haha! Da müssen wir rauf, ganz schnell. Drop. Ja,
bevor die scheiß Einheit da rauskommt, ist das weg. Einfach bei ihm dann nähen, das ist richtig dekadent. Na, ja, machen wir mal was anderes raus. Erstmal zurückziehen. Läuft ganz gut, ne? Ich muss mal behalten. Jetzt ächzt sich bei ihm, ey. Ich baue mir eine neue Base hier auf. Schönes Teil. Ja, kann ich auch was gehen. Jeha! Läuft! Läuft richtig gut. Aber wie man so schön sagt, alle guten Dinge sind drei. Okay, erstellen. Ja, und direkt nochmal Two vs. Two Lost Temple. Und wieder Serch auswählen. Oh, ich habe ganz meine guten Saft vergessen. Frisch gepresst. Karotte, Apfel, Orange. Das läuft. Boah. Richtiger Vitaminschub, da kriegt man richtig. Sieht man das? So richtig. Ich glaube nicht, aber so richtig Gänsehaut kriegt man dann. Krass, schmeckt echt super. Mm. So muss das sein. Auf wie geht's? Ach so witzig, dass die ganze Zeit auf mich gegangen sind. War anscheinend nicht so erfolgreich, würde ich mal so behaupten. Ach, ist ja schon. Weil ich da, wenn es einer umstellt, ich glaube, früher war es so, da konnte jeder das irgendwie auf sehr hohe Latenz einstellen. Ja. Aber anscheinend, wenn es einer macht, reicht das aus. Macht ja auch Sinn, ne?
Oh, mein guter Monitor ist immer noch nicht angekommen, ey. Ich hatte mir einen neuen Monitor bestellt. Freue mich jetzt seit einer Woche drauf. Amazon hat da echt Bockmist gemacht. Das heißt, Amazon, das kann da ja eigentlich gar nichts für. Wohl doch, die Etikette, die war wohl irgendwie verwischt. Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich was geworden und hin und her, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben sie mir dann immer gesagt, ja, der Monitor, der kommt morgen an. Warten sie noch einen Tag. Angefangen hatte ich am Donnerstag. Okay, Freitag kam er nicht an. Okay, vielleicht kommt da ja Samstag, der gute Monitor. Samstag kam er da auch nicht an, dann habe ich nochmal angerufen und haben sie dann bei DHL angerufen. Meinten so, ja, also wir haben jetzt mit den Leuten von DHL gesprochen. Der Monitor, der wird auf jeden Fall Montag kommen. Ist okay, gut, Montag. Wartest du noch einen Tag? Da hatten sie mir das dann auch erzählt mit der Etikette. Ja, Montag ist heute. Montag ist also vorbei. Jetzt kommt die Post nicht mehr, die kommt immer so gegen 10 Uhr bei mir vorbei. Tja, und dann habe ich da direkt nochmal bei Amazon angerufen und dann haben sie mir jetzt erzählt, ja, das Paket ist nicht mehr auffindbar. Erst war ja anscheinend die Etikette verwischt. Das heißt, ergo, muss ja das Paket dann da gewesen sein. Und jetzt hat anscheinend, ja, Amazon in Klammern erzählt, also eigentlich DHL, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie da überhaupt wirklich angerufen haben, auf jeden Fall meint sie jetzt, ja, also das Paket ist anscheinend weg. Jetzt frage ich mich ja, warum behaupten die erst, das Paket, also beziehungsweise die Etikette ist zerstört oder verwischt und es wird Montag zugestellt. Und dann rufe ich nochmal an und dann sagen sie, ja, das Paket ist weg. Also es ist anscheinend von Donnerstag auf Samstag verschwunden, nochmal zusätzlich. Naja, jeder möchte gerne natürlich einen 49 Zoll Gaming-Monitor haben in Curved. Das kann ich absolut nachvollziehen. Fand's nur echt so ein bisschen amüsant, weil erst das und dann das behauptet worden ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass da wirklich nicht Amazon das einfach so erzählt hat, sondern wirklich DHL so einen Schmuh gemacht hat. So eine Scheiß behauptet hat. Echt ein bisschen angekotzt. Das Positive war daran, dass der Monitor einfach mal nochmal um 50 Euro günstiger geworden ist. Das heißt, ich kriege jetzt die Kohle zurückerstattet. Oder habe es jetzt schon bereits zurückerstattet bekommen. Und bezahle für denselben Monitor jetzt einfach nochmal 50 Euro weniger. Und habe jetzt zusätzlich nochmal einen Monat lang Prime umsonst dazu bekommen, weil ich halt auch schon so häufig angerufen habe und mich beschwert habe. Also muss man schon sagen, Amazon ist verdammt kulant. Und das ist auch, ja, das ist auch gut so. Oder finde ich halt richtig geil. Ich quatsche jetzt hier die ganze Zeit und wollte vielleicht auch mal ein paar Einheiten bauen. Ich weiß auch gar nicht, was der Gegner macht. Jetzt irgendwie so aufs Quatschen konzentriert. Auf beides ist immer so schwer, wenn man sich auf beides konzentrieren muss, aufs Quatschen und aufs Zocken. Geht auch meistens in die Hose. Ich könnte natürlich jetzt auch mal direkt instant auf Routers gehen. Boah, könnte ich mal machen. Eigentlich. Scouter, der hätten jetzt erstmal rum. Fast Access ist aber echt mutig. Das ist witzig, ey. Der macht auch eine Scheiße hier, hundertprozentig. Ah, schade, bin ich reingekommen. Ja, jetzt kann ich unsere Freunde schon mal zwei Sanks hinsetzen. Ich wette, da kommt Luft. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der hier gerade auf Raumjäger geht. Oh, komm schon. Ja! Ha! Schafft. Ja, einmal die Brust pushen. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal direkt eine Spore reinsetzen. So, da mal so eine Spore hin. Ich würde echt drauf wetten, dass da Raumjäger kommen.
er hat nur einen Marine gebaut hat und das wundert mich ein bisschen. Er braucht verdammt lange für seine beiden Jäger, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen jetzt hier direkt auf Mutas. Mega bin ich auf jeden Fall safe. Ich glaube, ich muss mal meinen Sound hier so ein bisschen gleich mal hochdrehen, weil ich verstehe mich hier die ganze Zeit so, also so ein bisschen dumpf, wenn ich spreche, und das hört sich irgendwie komisch an. Ah, muss ich gleich mal umstellen, dass man sich durchs Mikrofon so ein bisschen mehr selbst hört. Mal einstellen. So, Mutas, gleich ready. Jetzt erstmal noch ein paar Mineralien sammeln. Overlord ist auch gleich fertig. Genug Eco habe ich auf jeden Fall. Was macht er überhaupt hier? Ach, er baut auch Mutas. Warum hat er sich nicht das Gas genommen hier, das verstehe ich nicht. Ah, da kommt jetzt mehr Mineralien. Wenn das jetzt gleich hier erfolgreich war, wenn wir hier einen bisschen Jagd konnten, dann werde ich auch eine Echse bauen. Irgendwie habe ich so ein Blut, ich hätte doch auf Hydras bzw. auf Lurker gehen sollen. Sind die ersten Flattermänner. Schön. Noch einer, so, und jetzt mal nach unten. Ein bisschen laggy ist es irgendwie. Oh, da kommt was. Da kommt was. Da baue ich noch einen Sandkern hin. Schön. Alter, fuck. Weg! Nein, ein guter Mutter. Ach, er will hier Echsen. Nee. Das geht hier nicht. Aber wir Echsen jetzt erstmal. Dungeon entsetzen. Auf jeden Fall Lurks. Mach ja gut! Ehrlich. Fuck. Oh.
Witzigerweise gehen die auch immer auf mich. Immer. Tja, das kann ich wohl klicken. Gut, das kann ich wohl auch knicken. Überall Turrets. Ja, das kann ich von der Seite machen. Den kann ich nicht machen. Nichts mehr mit Nerven, aber ich muss jetzt auf jeden Fall exen. Kleine Überraschung mit vorbereiten für den Terraner. Der wird gleich auf jeden Fall wieder raus versuchen rauszukommen. Beziehungsweise auf jeden Fall rauskommen. Jetzt werde ich. Scheiße. Einfach mal über die ganze Karte Lurks schön verstreuen. Auch eine Kunde-Echse, der Kollege. Fett Corsa. Nervig. Dann kommen die da nicht vorbei. Alter. Hard Buggy. Der fliegt jetzt nur noch bei uns lang und flext uns weg mit seinen Corsern. Fuck. So viel aus. Hey,
Supply habe ich noch. Super. Mist. Kommt noch ein Hit. Ja. Schön. Einer tot. Ach, man kommt aber auch zu nichts hier. Man einfach keine Kohle zusammenkriegt, das ist das Problem. Also wenn ich Terra spielen würde, hätte ich schon das Kick angenommen. Aber ich bin froh drum, dass es nicht so ist. Oh, schön. Was soll das? Warum haut er einfach ab? Stehe ich jetzt wieder ganz alleine da. Das könnte der erste Loose sein jetzt. Thank you.
Komm schon. Rein hier. Hast du jetzt nicht gesehen, ey? Das ist doch ein Gerücht. Drecksäcke, haben sie mich da auch gedroppt? Wo sind die Träger hin? Ach ja. Ja, was auch sonst. Wenn man nichts kann, baut man Träger. Bei StarCraft 1 so, bei StarCraft 2 ist es ja auch nicht anders. In Bunkern und Träger bauen. Ja, Träger sind natürlich auch geil. So, das war wohl nichts. Naja, eine Runde mal auf die Fresse gekriegt. Ist egal. Kann er nicht immer gewinnen. So, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde jetzt erstmal mich verabschieden hier. Und ja, wir sehen uns dann die Tage. Bis denne. Agri out. See you.